Hallo Freunde, ich begrüße euch zum neuen Video, zum zweiten Video vom Monster Energy Supercross. Und wenn es euch wieder gefällt, Daumen hoch, jedes Däumchen ist ein Träumchen. Und über jedes Abo freue ich mich natürlich von euch und über jeden neuen Zuschauer. Würde ich sagen, dann legen wir mal los. Und ich habe meinen Zahnarzttermin gut überstanden. Ging relativ schnell. Sind ja zum Glück noch ein paar Kleinigkeiten zu machen. So, wir starten jetzt erstmal hier das nächste Rennen. Aber das Video mache ich jetzt nicht so lange. Ich habe vorhin beim Schneiden gesehen, das ist mir gar nicht so bewusst gewesen, dass das ja 50 Minuten waren. Na komm, lad schneller. Mal schauen, welche Platzierung wir jetzt erreichen. Aber ich habe das immer noch nicht hingekriegt, wie ich mein grünes Motorrad auswählen kann, weil ich mir gekauft habe. Habe ich mir das gekauft, aber kann es irgendwie nicht verwenden. Das ärgert mich schon so ein bisschen. Hi everybody, I'm Ralph Shaheen. We are in California for another spectacular round of Monster. Mal los. Oh, ich musste mich beim Zahnarzt zusammenreißen, da ich nicht einschlafe. Ist schon krass, der hat gebohrt. Und ich musste mich anstrengen, da ich nicht einschlafe. Ja. Habe ich vergessen, die Bremstaste loszulassen. Na egal. Noch sind wir ja dran. Ah. War natürlich logisch, dass sie mich alle umfahren. Jetzt drängen die mich auch noch von der Strecke. Ich krieg eine Krise. Meine Güte. Aber man merkt, hier ist jetzt alles schlammig. Da hat man das Motorrad schwer unter Kontrolle. Aber ist cool, wie sogar die Sachen voller Schmutz jetzt sind. In dem Video fahren wir halt mal nur zwei Rennen. Dass es nicht ganz so lang wird. Das ist eine gute Kurve, da brauche ich nicht mal auf die Bremse gehen.
kann ich schön reinspringen. Boah, Mist. Das war mein Fehler. Da habe ich vergessen, nach hinten zu gehen mit dem Körper. Auf der Strecke stürzen ziemlich viele. Aber gut für mich. Darf nur ich nicht stürzen. Ich mache es jetzt immer so, ich achte nicht auf die Platzierung. Ich fahre einfach. Weil wenn man sich so einen Druck macht, dann macht man meist nämlich die Fehler. Oh, wir sind, glaube ich, Erster geworden, oder? Ich habe nämlich nicht drauf geachtet. That was an incredible race, proving once again just how competitive the 250 class is. Das ist doch super. You can tell these guys have been doing their work during the week. They came into this race fast, strong and ready to battle. Also Meisterschaft sind wir jetzt schon auf dem 5. Platz mit den Punkten. Okay. Zum Rennen. Da fahren wir gleich mal das nächste. Oh, ich kann bald essen. Ich mache das Video nämlich auch nicht mehr so lange, nur noch das Rennen, weil dann muss ich nämlich schon mal schnell zur Rewe gehen. Weil der Zahnarzt hat gesagt, nach der Füllung darf ich bis 17 Uhr nicht essen. Ich hatte so einen Hunger. Bis jetzt schon. Oh. Immer wenn ich nicht essen darf, habe ich Hunger. Wenn ich essen darf, habe ich keinen Hunger. Schlimm bei mir.
Na komm, lade schneller. Southern California is home to many of the major teams and many. The 32nd board. Diesmal sind wir schon besser weggekommen von Start. Ich wollte gerade Ziel sagen, bis wir erstmal hinkommen. Ach, Mensch, immer drängen die mich ab hier. Mal schauen, welchen Platz wir diesmal belegen. Also der Bodengrund hier gefällt mir jetzt am besten. Der lässt sich echt gut fahren. Ah, falsche Taste gedrückt, so ein Mist. Beinahe geradeaus weitergefahren. Das war ein großer Sprung. Der war echt krass. Habe ich dem Roten schön die Kurve geschnitten. Ah, Mist. Aber die Kurve innen fahren ist gar nicht so einfach. Hey, bleib hinten.
Puh, im letzten Moment. Ich dachte schon, der eine Grün überholt mich noch. So, mal gucken, welchen Platz wir mal gekriegt haben. It was a hard-fought race, but ja, the 250 geht main event is done. Those three rode the wheels off their machines. We have a tremendous championship fight brewing. Oh, Meisterschaftsergebnisse. Schon auf den zweiten gerückt. Das ist ja super. Na gut, Leute. Dann war es das erstmal für das Video wieder, damit es nicht ganz so lang wird. Damit ich mir jetzt erstmal was zu essen holen kann. Ich freue mich jetzt schon seit 14 Uhr auf Essen. Seitdem warte ich jetzt schon. Also, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, denn jedes Däumchen ist ein Träumchen. Und über jedes Abo von euch freue ich mich und über jeden neuen Zuschauer. Und auch wenn er was unter die Videos schreibt, freue ich mich. Ich lese mir immer alles durch und schreibe natürlich auch zurück. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Nachmittag. Und macht's gut. Ciao.